Hallo, mein Lieben. Ich habe jetzt viele Anfragen gekriegt, wie man denn einen Moorkübel baut. Und da bin ich jetzt in meiner Elternzeit zu Dena gefahren, habe mir zwei Saracenia-Hybriden gekauft, eine Venus-Fliegenfalle, die von Blattlausbefall verseucht war aus meiner eigenen Zucht. Dann habe ich noch eine Pignata Dichotoma genommen, die einzige Pignata, die winterfest ist, winterhart ist. Und dann habe ich noch eine Rotunifolia genommen, ein bisschen Sphagnummoos aus meiner eigenen Zucht und habe daraus einen Moorkübel gebaut, den ich euch jetzt zeige, wie ich ihn gebaut habe. Und ich fange zunächst mit dem Gefäß an. Generell eignet sich jede Art von geschlossenem Behälter für einen Moorkübel. Du kannst Plastikübertöpfe für Zimmerpflanzen nutzen, alte Holzkisten, in denen häufig Obst transportiert wurde, haben auch einen besonderen Touch, jedoch solltest du diese vorher mit Teichfolie auskleiden. Auch eignen sich verzinkte Blecheimer, Tröge und weitere. Hier musst du aber unbedingt eine Teichfolie einlegen, denn mit der Zeit lösen sich Metallpartikel und kontaminieren das Wasser im Kübel, was letztendlich zum Tod der Pflanze führt. Wenn du dann den Moorkübel nicht einfach irgendwo hinstellen, sondern eingraben möchtest, weil er so groß ist oder du so groß haben möchtest, dann solltest du große Maurerkübel nehmen. Diese sind wirklich günstig und ich habe jetzt letztens für 90 Liter schmale 7,49 Euro bei Obi bezahlt. Wie befüllt man das Gefäß? Als nächsten Schritt nimmst du alte Plastiktöpfe, bohrst viele Löcher in die Seiten hinein, damit das Wasser ein- und ausfließen kann und stellst die Töpfe mit der Öffnung nach unten in dein Hauptgefäß. Diese Plastiktöpfe dienen später als Wasserspeicher und je mehr du von ihnen verbaust, desto seltener musst du gießen. Die Töpfe sollten maximal eine Höhe von 2/3 deines Behältnisses haben. Wenn dein Kübel also 40 cm hoch ist, sollten die Töpfe maximal 26,7 cm hoch sein. Als vorteilhaft kann es sich erweisen, wenn du ein langes Rohr in einen umgedrehten Topf einführst und mit eingräbst. Das hat den Vorteil, dass man den Kübel über dieses mit Wasser befüllen kann und die Pflanzen mit dem Gießkannenstrahl nicht beschädigt. Gleichzeitig gelangt das Wasser sehr schnell in die Reservoirs und kann dann durch die Kapillarwirkung aufsteigen. Auch kann man einen Wasserstandsanzeiger einbauen, der dich warnt, wenn das Wasser zu Neige geht. Jetzt füllst du den reinen nassen Torf vorsichtig ein. Warum reiner Torf und nicht spezielles Karnivorensubstrat, fragst du dich? Karnivorensubstrat beinhaltet Perlit. Dieses ist so leicht, es würde mit der Zeit an die Oberfläche transportiert werden und diese wäre dadurch komplett weiß. Und im Torf befindet sich gar kein Perlit mehr, also kannst du ruhig darauf verzichten. Und noch einmal zurück zum nassen Torf. Wenn du trockenen Torf benutzt, kann es passieren, dass er mehrere Wochen benötigt, um komplett nass zu sein. Zudem verdichtet er sich mit der Zeit und würde absacken. Bereits eingesetzte Pflanzen müssten herausgenommen und neu eingepflanzt werden. Von daher nimm auf jeden Fall nassen Torf. Häufig sieht man auch noch Wasserabflusslöcher in den Moorkübeln. Diese brauchst du auf keinen Fall. Es handelt sich hierbei nämlich um Moorpflanzen, die in ihrem natürlichen Habitat ständig überschwemmt werden. Diese Hochwasser haben auch nützliche Eigenschaften, da sie zum Beispiel Parasiten ertränken. Jetzt kommen wir zum größten Spaß, nämlich wir pflanzen unsere winterharten Arten ein. Ganz wichtig ist es, dass man stark unterschiedliche Winterhärtegrade nicht miteinander vermischt. Ganz krasses Beispiel wären Queensland-Karnivoren und Saracenia purpuera. Die Australier benötigen so oder so Mindesttemperaturen im höheren zweistelligen Bereich und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, während die Kanadierin auch mit minus 20 Grad auskommt. Du solltest dir also von Anfang an Gedanken machen, wo dein Moorkübel stehen soll und was du mit ihm im Winter machen möchtest. Wenn er durchgehend draußen steht, dann darfst du natürlich auch nur komplett winterharte Arten nehmen. Zum Beispiel sind hier sehr viele Saracenia-Arten hervorragend für geeignet. Aber liest dir immer in der Pflanzenbeschreibung die angegebene Temperaturhinweise durch, so bist du immer auf der sicheren Seite. Wenn der Moorkübel draußen überwintert und windgeschützt steht, dann eignen sich auch unterschiedliche Venus-Fliegenfallen für dein privates Moor. Ich persönlich würde hier zu den großen Clone B52 und Giants greifen, denn diese fallen einem sofort ins Auge zwischen den ganzen großen Schlauchpflanzen. Bei den Venus-Fliegenfallen musst du aber aufpassen. Sie kommen zwar aus North Carolina und vertragen unsere Winter gut. Wenn es dann aber im Frühjahr noch einmal zu einer Kälteperiode kommt, kann es den Tod dieser Pflanze bedeuten, da sie sich bereits im Wachstum befindet. Daher solltest du das Wetter immer im Auge behalten und zur Not den Moorkübel mit einem Vlies vor Frost schützen und natürlich auch vor eisigem Wind. Neben Saracenia und Dionaea gehören Droseras in einen Moorkübel. Hier kannst du auf einheimische Arten zurückgreifen, da diese an unsere Winter gewöhnt sind. Dazu gehören Drosera rotundifolia, Intermedia und Anglica. Aber auch nordamerikanische Arten wie Drosera filiformis fühlen sich pudelwohl in unseren Breiten. Es gibt auch weitere Standorte als nur draußen. Lagerst du den Moorkübel in den kalten Tagen jedoch im leicht beheizten Gewächshaus und die Temperatur befindet sich immer im leicht positiven Bereich, kannst du auch weniger winterharte Arten nehmen. Selbstverständlich kannst du auch einen Moorkübel für die Wohnung bauen und ihn in einer Ecke des Wintergartens
oder einem anderen Standort positionieren. Hauptsache Licht. Da hier die Temperaturen immer etwas höher sind, kannst du auch Arten nehmen, die überhaupt nicht winterhart sind. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Moorkübel in der Küche am Nordfenster stehen, bepflanzt mit Drosera capensis und der Albino-Variante, Drosera venusta und Nidiformis. Und diese fängt uns immer im Sommer, Frühjahr und Herbst die ganzen Fruchtfliegen weg. Wenn du dich entschieden hast, welche Pflanzen es sein sollen, dann bestellst du sie am besten ganz einfach bei mir und machst dich dann ans Einpflanzen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Du nimmst die Pflanze, wie du sie erhalten hast, mit dem gesamten Torf und Wurzelballen und pflanzt sie in deinen Kübel. Vorher machst du natürlich ein entsprechend großes Loch. Schön fest andrücken und mit der nächsten Pflanze weitermachen. Du kannst deine Moorkübel von Frühjahr bis Herbst bauen, wenn du obige Vorgehensweise nutzt. Du schädigst die Wurzeln ja nicht. Anders sieht es aus, wenn du über Samen, Wurzel oder Blattstecklinge gehst. Hier brauchen die Pflanzen entsprechende Zeit, um ausreichend Wurzeln zu bilden und für den Winter gewappnet zu sein. Im Grunde gilt, je früher im Jahr du deine Moorkübel baust, desto länger hast du Freude an ihm. Natürlich sieht dein Moorkübel momentan noch etwas karg aus. Es fehlt Moos, wie man es aus Mooren kennt. Aber du darfst nicht irgendeinen Moos aus dem Garten nehmen. Du musst Sphagnummoos nehmen. Was das genau ist, habe ich hier im Beitrag geschrieben, was du oben rechts jetzt in der Ecke als Infokarte siehst und natürlich auch unten in der Beschreibung. Beim Einpflanzen des Mooses solltest du beachten, dass es nicht einfach auf die Oberfläche gelegt wird. Es würde sonst sofort vertrocknen, besonders jetzt im Sommer. Wir haben 30 Grad draußen, das ist am Ende des Abends komplett trocken. Zwar hat Sphagnum die Fähigkeit, Dürren zu überstehen und dann nach maximal 6 Monaten, sobald es mit Wasser in Berührung kommt, alles aufzusaugen und frisch und knackig auszusehen, aber bis dahin hast du einen vertrockneten Teppich Moos und das sieht einfach nicht gut aus. Daher nimmst du einfach ein paar lange Sphagnum-Triebe, hältst sie wie einen Blumenstrauß und steckst dieses Bündel in den Torf. Der Vorteil ist, dass der Großteil des Mooses nun direkten Kontakt mit Wasser hat und somit nicht austrocknet. Kommen wir noch zum letzten Punkt, zur Pflege. Es gibt hier eigentlich nicht viel zu sagen. Ein Moor ist in der Natur immer nass. Das sollte dein Topf auch sein. Wenn du einen winterharten Kübel besitzt, dann musst du im Winter darauf achten, dass das Wasser immer bis zur Kante steht. Das Einfrieren des Wassers verhindert das Durchfrieren der darunter liegenden Rhizome und deine Pflanzen kommen sehr gut durch den Winter. Ab und an solltest du nachschauen, ob sich ungeladene Pflanzen ansiedeln. Diese musst du sofort entfernen, dass sie ansonsten sich schnell vermehren und eventuell deine vorhandene Fauna verdrängen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich nichts über Begleitpflanzen erzählt habe. Das liegt daran, ich habe gar keine Ahnung. Ich werde aber beim nächsten Mal, beziehungsweise in der Zwischenzeit, mich darüber informieren, was alles hineinkommt oder hineinkommen kann. Werde ein Video dazu machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu diesem Video oder zu einem anderen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bleib gesund, wir sehen uns. Peace out.